meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Wieder in Ark unterwegs, wieder mit Endriss und kurz davor, unseren ersten Petri zu zähmen. Friede, Freude. Da, komm. Mach die letzten Sprung, dann haben wir ihn. Dann kann ich mich auch ein bisschen, ich habe Wände gebaut, das Haus ein bisschen weiter bauen, die zweite Etage fertig ziehen, wird auch schön. Und da haben wir ihn. So, Freunde, und wir nehmen wieder einen Namen, mal gucken, ob ihn wieder jemand den Anime erkennt. Sind wir mal gespannt. Du folgst mir gut. Dann auf meinem kleinen Rehbock. Und los geht's. Rumzuhüpfen, du blöder Enforcer. Wow, das Ding springt ja, das ist ja Wahnsinn. Wuhu! So, und wir sind zu Hause. Petri, wo bist du da? Hör auf mir zu folgen. Du kannst hier mal kurz warten. Ich kann Sattel bauen, ich hab Level 38, Freunde. Das sind aus 7 Level, das heißt, deswegen muss er erstmal hier so lang stehen. Solange hier oben nichts Böses auftaucht. Ich hab gerade einen Enforcer getötet. Böser Junge. Nein. Verhalten. Nicht mein Ziel angreifen, bitte neutral. Verteidige dich aber, sonst mach nix. So, Freunde, dann wollen wir mal F. Die Steinwände. Fensterrahmen aus Stein. Ja. Könnte es, wenn wir Glück haben, genau aufkommen. Nein, ich. Da. Ich hasse diese Snap-Points. So. Du sollst nicht vor mir weglaufen. Bleib hier! Der hat Angst vor dir. Ja. Bloß, weil ich gerade versuche, einen Stegosaurus mit einem Knüppel niederzuschlagen. Und gleich ist er tot, weil im Forster ihn nicht mehr dafür mag. Na klar, das war zu schwer. 300 Kilo. Ja, Shift-T. Nehmen wir mal wieder die Hälfte ungefähr zurück. Müssen wir gleich die zweite Hälfte holen. Und wenn ich bei 38 Mauern schon Probleme bekomme, ich möchte gar nicht wissen, wie viel du nur tragen kannst. Das war heldenhaft, das war dämlich. Was hast du angestellt? Oh, wie immer, wenn der Snappoint auf einmal doch umschlägt, wenn man schon wo drauf ist. Ja, das Übliche. Zum Glück haben wir ein paar Elemente mehr. Da. Schon wieder der Snap-Point umgeschlagen muss. Fünf, 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 fünf.
Läuft doch mich, ja. Haha. So, F, Shift, T, die Hälfte der Mauern. Und ein Fenster nehmen wir mit. Später baue ich natürlich Türen und Balkone ein, aber solange wir nichts haben, Freunde, wir wollen ja ein schönes Haus haben. Geht doch. 5. Na, ob. 5, 5, 5. Geht doch. Ach, sieht das nicht schön aus, meine Freunde. Jetzt müssen wir nur ein Dach drauf machen, komplett. Und dann haben wir erstmal ein Haus zu. Später baue ich irgendwo noch eine Treppe ein, um oben in unser Glasaussichtsturm später zu gehen, um die Aussicht zu genießen. Da freue ich mich drauf. Natürlich kriegt auch jeder von uns einen Glasbalkon, da wir auch Spaß haben beim Runtergucken. So, für die Dächer brauche ich Herstellung. Holzstein, Stroh. Holzstein haben wir momentan, aber ich glaube, mein Stroh haben wir nicht viel mehr übrig. Nein. Aber durch unsere Metallwerkzeuge, die Andres letztes Mal hergestellt hat, können wir da die ganzen Bäume weghaken und dann haben wir hoffentlich genügend Stroh. So blöden Kugeln, die hier die ganze Zeit die Dinos angreifen, ey, die gehen mir voll auf den Senkel. Ja. Oh, Strohfeld. Und wieder neuer Level. Oh, ich liebe die Metallwerkzeuge, die haben mir so gefehlt. So, und 300 Gewicht. Und für wieder Metroiden, wo ist er runtergegangen? Da. Also in dem Modus verpasst man zumindest keine Drops mehr, soweit ich weiß. Weil diese Meteoriten sollen Drops darstellen, die früher irgendwo immer auf der Karte gespawnt sind. Ich habe eine Defense Unit getötet. Das waren die runden Kugeln. Ah. Und ein Stegosaurus. Und wieder 135 Liter mehr. Alle neuen herstellen. So, ach, jetzt heißt es immer warten, meine Freunde. Ich bringe jede Menge Fleisch und Leder und sonstige Dinge mit nach oben. Ja, dann ist ja nächste Aufgabe Stein. Was? Okay, dann nehme ich deinen Elch. Wie gesagt, der bringt noch nicht viel. Wir müssen erst noch ein bisschen auf Gewicht zählen. Weil wenn du drauf sitzt, ist das Gewicht fast schon erledigt. Mist. Gibt nettere Wege, mir zu sagen, dass ich zu schwer bin. Könntest du mir vorstellen, du hättest einen Kerl genommen, dann wäre es noch schlimmer. Da kam gerade eine Spinne von hoch oben geflogen. Ja, sag ja, den Forst eben auch immer runtergeflogen. Das war also, boah, das letzte Folge war ich sondern gar nicht mehr. Egal, das ist ja auch runtergefallen, aber. Sah aus, als wären sie von einem Hausdach gefallen. So, Spinne tot. Spinne am Abend. Erquicket und labend, bestimmt. Ah, die Pfeile nehme ich mit, der Rest kann drin bleiben. Ja, wir fehlen genau drei Dächer. Und dann haben wir endlich das Haus erstmal komplett fertig, soweit wie ich es erstmal wollte. Soweit wie wir gerade können, ja. Ja.
Level 33, was haben wir denn hier für Baumplattform aus Holz? Das geht ja nur bei den. Bei den Mammutbäumen, ja. Bin mal gespannt, ob es die auch hier gibt. Ich weiß es nicht. Ich freue mich aber darauf, es zu erfahren. Ja. Ich glaube, ich muss gleich noch was essen, bevor ich ins Bett gehe. Ja. Ah ja, ist apropos Haus fertig. Eins, ich muss noch 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 18, 20, ja, für, 20 für Plattformboden austauschen. Ja, viel Spaß. Ich bewundere dein Problem, auch wenn ich keine Lösung habe. 20 Plattformböden kosten uns, meine Freunde, 800 Holz, 1600 Stein und 600 Stroh. Ich kann das Stroh sammeln. Das Problem, wir haben 12 Steine. Es fehlen uns also 1588 Steine. Nicht lang reden. Wenn du eben schon angefangen hättest, hätten wir schon die Hälfte davon. Ach, wann kann ich eigentlich... Er fällt unter Gewächshaus, glaube ich. Ich wollte mal gucken, wann ich das bauen kann. Okay. Da sind sie ja ab Level 43. Darauf bin ich gespannt, der Glasboden in der Küche, ob es wirklich funktioniert, wie ich denke. Und dann runtergucken. Das wird bestimmt geil. Nice Gimmick. Ich bin übrigens mittlerweile schon wieder in Sichtweite des Hauses. Ja. Da hübsches. Komm her, da rein. F. Ach. Auf verdorbenes Fleisch brauchen wir fast gar nicht mehr aufheben, würde ich mal sagen. Bitte? Verdorbenes Fleisch brauchen wir momentan gar nicht aufheben. Na, vor allen Dingen, solange wir nicht die Beeren haben, um daraus Betäubungsmittel zu machen. Ja. Außerdem bringe ich so viel Fleisch mit. Ja. Auf dem Weg nach hier oben sind 18 Stücke Fleisch schlecht geworden. Ja. So. Und ich habe, glaube ich, noch 200-300 Fleisch im Inventar. Ja, okay. Der Petri sieht gut aus. Ach, jetzt hat er sich backt er immer noch unten drunter. Bei mir steht er ganz normal. Ja, das sind Tapera, hier hinten unter der Brücke. Ach so, ja. Der backt da nicht unter der Brücke rum. Ist ja nicht mein Problem, wenn der zu blöd ist, nach oben zu fliegen. Ja. Guck mal, eine Schnecke. Hörst du was? Genau, ich sage nichts. So, ich wollte mal kurz gucken. Für dich gehe ich nochmal Leder und Fleisch jagen. Ja, echt mal. Immer diese undankbaren Leute. Ja. Ja, hinter unserem Haus sind wieder passt Steine, Flächen gespawnt. Mal gucken, ob ich hier oben noch anderes sehe. Springt der eigentlich hoch, willst du mich verarschen? Wie weit geht's hier oben denn noch lang? Ich bin gerade einfach mal zum Spaß ein bisschen weiter geritten, um mal kurz das gucken, was man hier mal farmen kann. Boah. Aber hier oben scheint es kein Metall zu geben. Das natürlich auch. Abgesehen von den Lampen, wenn die einmal abfarmen würden. Ja, die nehme ich sowieso unterwegs mit. Im Küchenschrank liegt ein Dodo-Ei. Du
Du hast Eier? Das habe ich gefunden. Dass da noch eine Familie Dodos drumherum war, die darüber nicht so glücklich war, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist ja gar nicht so wichtig. Ja. Wo hattest du den Enforcer-Bauplan hingetan? In irgendeiner Schränke. Gut, guck ich nach, finde ich. Das da hinten sind Spinnen, die sich mit Terperas anlegen. Ich hoffe, ich finde gleich den Weg zurück. Wow. So, mein Freund, schauen wir mal. Wenn ich von da aus ausrichte, dass wir da waren, bin ich jetzt bei knapp über unserer ursprünglichen Basis. Beton liegt auf über. Nicht schlecht. Übrigens, die Enforcer und so, die anderen Roboter, die geben gut Öl. Oh, das ist schon mal Vorteil. Weil ich glaube nicht, dass du hier gute Ölquellen findest. Oh, wieder ein Level aufgestiegen. Diesmal wieder ein bisschen auf Gewicht. Wunderbar, dann kann man ein bisschen damit. Ja, mehr scheint hier eher Mangelware zu sein. Wow, meine Freunde, rote Bäume. Wow. Hier geht's wieder runter. Wow. Ist das eine geile Gegend. Ich bin gerade in kleiner Erkundungstour. Ich probiere, ob ich den Weg gleich wieder zurückfinde. Hoffen wir das Beste. Ja. Aber das Vieh ist so schnell, dass selbst wenn Gegner mich angreifen sollten, bin ich relativ zügig weg. Bei Unaufwohnen hast du ja Vorteil, du kannst immer die Richtung aussuchen. Hier oben. Ja, bist du da etwas gebunden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Explore-Not. Ich wünschte, ich könnte es mir merken für später mal, wenn man EP braucht. Ansonsten nimm sie mit. Wenn du brauchen kannst, nimm sie mit, bis ich da bin. Ich schaue gerade nur, das ist sau schwer, das ist eine sehr hohe, erhöhte Stelle. Ich hoffe, ich komme da gleich wieder hoch. Boah, volles Risiko, Leute. Nein! Leck mich. Komm, echt hier hoch? Was ist das denn für eine Scheißstelle für eine verfickte Explorer-Not? Ja. Ich amüsiere mich überhaupt nicht darüber. Okay, dann öffnen wir erstmal die Explorer-Note und dann. Was zeigt sie uns denn, meine Freunde? Da oben. The number of sleepers. Meine, wackelt das Bild. Kann man jetzt auch schlecht lesen. Du kannst dir ja später nochmal aufrufen. Ja. Mensch. Über Menschen? Was haben wir da noch? So ein. Glas, aber irgendwas mit Tod, ja, super. Wow, was? Ein Riss in der Fläche? Was? Oh, das sieht auch nice aus. Was soll man nur mit dir machen? So kann man doch nicht und so. Und überhaupt, alles Böse der Welt und, ne? Versteh's schon. Ja. Elementen. T. Okay, der halbiert das Gewicht nicht. Schade. Ich dachte, wäre interessant zu wissen. Schön, Lelouch, dass du gekackt hast, während wir hier reiten. Das musstest du doch unbedingt wissen, oder? Ja. Nicht das. Reiten wir mal, meine Freunde. Ey, aus der Ego-Perspektive bitte raus. Danke. So, schauen wir doch mal. Ich
Jo. Die neuen Burger geben fast genau 10-mal so viel Nahrung und 5-mal so viel Gesundheit und Ausdauer. Cool. Wir essen trotzdem zuerst die alten. Erst wird das alte gegessen, bevor wir den neuen Burger anbrechen. Ja, du bist auch früher, ich esse eh gerade Großfleisch. So. F. T. 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 So, das war schon wieder F. Nicht F, E, aufsteigen. Gut, ist immer noch ein bisschen Platz. Okay, das scheint ein riesiger Kreisverkehr zu sein. Da müsst ihr theoretisch gesehen... Ja, ich komme wieder dahin zurück, okay. Du hast quasi die Autobahn gefunden, ja? Dann geht es hier wieder... Ja, hier ist die Glasfläche, wo ich immer hochgereiten drin bin. An so einer Stelle sollte man übrigens nicht springen drücken. Da die Karte schon wieder Wahnsinn. Du bist überladen, ja. Ja, ich würde dir gerne helfen, aber. Ich bin ständig überladen. Ah, da. Ja, ich farme nebenbei Stein. Kochen und Steinfarmen ergänzt sich ganz gut. Spinne ist weg. So, ein bisschen Steam für dich, Junge. Juhu, ich habe einen Metallfelsen gefunden. Ja, nimm mit, wenn du ihn tragen kannst. Na, das kann ich mir viel tragen. Und ich bin jetzt. Meine Herren, ich bin doch weit weg. Hallo, ich möchte endlich mal wieder nach Hause. Hier ist ein Tor nach draußen. Du wirst nie wieder nach Hause kommen. Okay, wenn ich diesen Weg da folge, muss ich in die Richtung zu Hause gehen. Also wirklich. Okay, weil du die Strukturen hast, haben die hier wahrscheinlich mehr oder weniger Metalldinger draufgesetzt. Ja. Uhu, noch eine Explorer-Note. Oh, Experimentation. Ich sag dir, das war John Hammond. Ja. Alles spricht dafür. Wow, was haben wir hier? Flugdinosaurier-Nest. Abbauen? Ne, das kann man nicht abbauen. Gut. Mit meine Freunde, ja, ich reite in die richtige Richtung, würde ich sagen. Für sie jemals wiedersehen werden. Da hinten ist eine Spinne. Sie fragen mich da runter oder. Bei 50-50 Umdrehung ist doch unser Ding, oder? Sekunde, ich mache mal gerade die Karte auf. Ja, 50-48 in etwa. 53, nee, 48, 48, 50, 48 in dem Dreh rum.
Gehen wir hier runter, dann müsste auf die Richtung sein. Meine Herren, Junge, Junge, Junge. Da ist eine verfickte Spinne. Reite sie platt. Du schaffst das. Ich habe Vertrauen. Das ist einfach so geil, einfach die ignorieren und weiterreiten bei den Spinnen. Naja, auch wenn der Fokus gelähmt war. F. E. Mit Steamberries gegenwirken wieder. Meine Herren, meine Freunde, was für eine Karte. Zu wie Frage, wo ich hingeritten bin? Ja, wir nähern uns ein wenig wieder dem Ziel, würde ich sagen. Naja, Respawn bringt nichts, da hilft dir mit dem Reittier nicht. Ja. Da war noch ein bisschen weg. Ich glaube, hier habe ich eben mein Petriges. Müsste ich. Das sieht ja aus wie unsere Basis, aber nehme ich heute noch die Steine mit, solange hier nichts ist. Ich sehe das jetzt einfach mal positiv. Deine Zuschauer sehen wenigstens der Welt. Ja. Und wenn wir irgendwann mal gemeinsam rausgehen, da wirst du dich wundern, was hier teilweise noch lang geht. Ja, das sieht so aus. Ja, da hinten ist eine halbe Basis. Schön, musst du nur noch hinkommen. Ja, ich hab den Weg gefunden. Ja, hab dich ankommen sehen. Willkommen zurück. Na, guck mal, was ich habe ein Scrap-Metal und sowas mitgebracht. Stein. ...224 Kristall. Ja, Kristall, was damals ein bisschen schwer war, haben wir hier gut. Ja, Kristall gibt es hier ziemlich viel. Okay, schön, unser Häuser später aus... Sachen für Glas reinbauen. Ich lasse eben seine Beeren drin, ne? Ja, die brauchen wir jetzt zum Essen haben. Elektronik haben wir auch schon so viel, meine Herren.
70, 74 Metall in der Werkbank. Herstellung 3, okay. Inventar. Tim. So, Haus fertig. Ich muss auch noch ein paar Wände zwischensetzen für unsere einzelnen Zimmer, aber sonst. Ja, müssten ja noch Wände da sein. Ja, aber ich meine ja nur, dass das erstmal das Grobe. Ich finde das gut. Ich habe manchmal das Gefühl, die Spinnen, die mich auch immer erwischt haben, die kommen aus dem Boden raus. Weil ich habe nichts gesehen, aber waren die da. Hier sah eben so aus, als wäre eine davon von oben von einem Haus runtergefallen. Ja, und da ich ja regelmäßig auf dem Weg nach unten durchgehe und dann die Spinnen, die da sind, entsorge, frage ich mich schon manchmal, wo die herkommen. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich eine Kuh Moon höre. Von der Elch an mit der Kuh. Oh geil, up, an dir vorbeigesprungen. Mhm. Okay, mit dem kann man gut 600 von Sachen holen gehen. Das ist, wenn du ein zweites Tier hast, dann kannst du wahrscheinlich noch mehr in den reinpacken. So, meine Freunde, aber das war's an der Stelle mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und mal schauen, was wir das nächste Mal alles anstellen können. Vielleicht endlich unsere Stegos bekommen, ohne dass sie sterben. Schön wär's, ja. Auf jeden Fall bis demnächst, euer Anime-Fan. Tschüss.